Hallo und herzlich willkommen bei Stilzers Running for Charity. Heute mit der 8. Folge. Der wievielte ist heute? Lass mich gerade nochmal nachgucken. Heute ist Samstag, der 4. September. Das ist jetzt der letzte Lauf vor meinem Urlaub. Und ich werde dann erstmal 2 Wochen Pause haben. Werde dann aber gucken, dass ich danach im Urlaub auch wieder... Ich werde gucken, dass ich nach meinem Urlaub auch dann direkt weitermache mit den Läufen. Wir kommen an einem Freitag wieder, Samstag habe ich dann Besuch, das heißt Samstag wird es dann keinen Lauf geben, das wäre dann der 18. September, dann wird der nächste Lauf stattfinden am, ich glaube es ist der 22. September und nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Lustigerweise, ich wusste nicht, was für ein Oberteil ich heute anziehen soll, habe dann einfach mal ein bisschen im Schrank gekramt und habe lustigerweise eins gefunden von meiner Firma und da bin ich wohl vor ein paar Jahren, jetzt muss ich gucken, dass ich das gut hinkriege, bin ich auch schon für Charity mitgelaufen, für die Firma. Und ja, nicht wundern, was da zensiert ist, ist mein alter Spitzname, mit dem ich mich seit Jahren nicht mehr identifiziere. Hängt viel mit meiner Vergangenheit zusammen. Vielleicht komme ich da irgendwann mal drauf zu reden oder wenn es irgendjemand interessiert, würde ich das gerne erzählen. Und ansonsten, ich will das Intro auch nicht zu lang machen. Wir haben uns heute kein Zeitlimit gesetzt, wir haben uns heute keine Distanz, kein Distanzlimit gesetzt. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen, weil heute ist, wie gesagt, der letzte Lauf vor meinem Urlaub. Und ich habe gefrühstückt, ich habe ordentlich Wasser getrunken und ich habe sogar für nach dem Lauf ein paar Obstreserven entdeckt, die wir dann benutzen werden, um uns nochmal ein lecker Säftchen zu machen. So, und dann möchte ich mich jetzt erstmal ganz herzlich bei folgenden Personen persönlich bedanken, die meinen letzten Post geliked haben. Wie gesagt, ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Und zwar Martina, Thomas, Kate, Andrea, die Mel, die Basti, Charelle, Nicole, Patrick und zu guter Letzt und mit 1000 Küssen, weil es mir so wahnsinnig unendlich leidet, dass ich ihn das letzte Mal vergessen habe beim Philipp. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann natürlich auch ein großes Danke unbekannterweise an alle anderen. Ja, dann reden wir nicht lange drum rum. Wir gucken uns jetzt hier erstmal an, wie weit wir das letzte Mal gekommen sind oder wie weit wir jetzt insgesamt gelaufen sind. Und nicht zu vergessen, nach wie vor alle Kilometer oder jeden Euro, den der laufen geht, Ende des Jahres an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, hier auch nochmal eingeblendet. Und dann möchte ich sagen, an dieser Stelle, lass uns nicht weiter groß drum rumschnacken, sondern lass uns anfangen zu laufen. Habe auch heute extra eine lange Hose angezogen. Glückssocken sind da und dann wird es nachher schön, wenn ich viel am Schwitzen bin, dann läuft nämlich der ganze Rotz runter in die Socken und Arschwasser ist da. So, dann los. Ich zähle von 3 runter. 3, 2, 1, los. Ich muss ja auch fairerweise gestehen, es ist seit Mittwoch jetzt nicht so viel passiert, als dass ich jetzt großartig viel zu erzählen hätte heute bei diesem Lauf. Ich habe 1-2 Sachen, die ich dann noch erwähnen werde. Und ansonsten, ja, gucken wir mal. Wir sind heute mal gemütlich und einfach busy zu laufen. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Ich hoffe, dass ich auch im Bild bin. Weil, ja, gucken, was dabei rumkommt. Und fertig. Also Daumen hoch und weiter geht's. So, kleines Update
was meine Therapiesitzung angeht. Eigentlich hätte ich ja gestern früh um 8 eine Sitzung gehabt. Dieser Termin wurde Donnerstagabend von meiner Therapeutin abgesagt. Und ich habe meinen nächsten Termin dann nach meinem Urlaub. Ich sag mal so, die letzten Wochen oder die letzten Tage, gut, bis auf diese Ausnahme bei mir, wo es mir jetzt Anfang der Woche wieder relativ schlecht ging, wo ich aber denke, das war, weil auch die Arbeitswoche davor sehr stressig war und auch diese Woche jetzt so stressig angefangen hat, denke ich mal, mein Körper darf nur sagen, okay, drück auf die Bremse, weil ja, es war wahnsinnig viel, muss ich fairerweise echt zugeben. Und ja, stört mich das, dass die Stunde jetzt ausgefallen ist? Ja, es ist aber nicht so, dass ich sage, ich habe das Gefühl, dadurch bricht jetzt eine Welt zusammen oder ich weiß nicht, wie ich meinen Alltag bestreiten soll. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, für mich wird die größte Herausforderung sein, wenn wir dann am Montag, beziehungsweise Sonntag auf Montag nach Rügen fahren, weil meine Frau fährt erstmal und ich habe gesagt, ich würde schon gerne auch eine Strecke übernehmen. Und wenn das einigermaßen klappt, wäre das schon mal ein Riesenfortschritt im Vergleich zu Anfang des Jahres, wo ich mich dann nur ins Auto setzen musste und da schon irgendwie Schweißausbrüche hatte und Taubheitsgefühle in den Gliedmaßen. Ich bin seit Anfang des Jahres schon sehr weit gekommen und da bin ich auch sehr stolz drauf und empfinde auch keinen Scham, darüber zu reden. Und da kann ich auch nur jedem, der selber unter Panikattacken leidet, empfehlen, wenn es zu heftig ist, wenn man da das alleine nicht schaffen sollte, weil auch wenn man einen Partner hat, der ist damit, wenn er sich mit der Materie nicht auskennt, auch so dermaßen überfordert, sucht euch Hilfe. Sucht euch einfach professionelle Hilfe. Bei mir hat es auch zu lang gedauert, bis ich mir eingestehen musste, dass ich das alleine nicht schaffe. Und wenn ich sehe, wo ich heute stehe, wo ich jetzt bin, seit diesen paar Wochen oder Monaten jetzt, wo ich mit der Therapie angefangen habe, das hat mein Leben immens erleichtert. Ich habe viele Sachen aufgegeben, sei es freundschaftliche Kontakte, sei es gewisse Substanzen, die ich früher viel mehr und in großen Mengen konsumiert habe, sprich Kokain. Und ja, ich habe mein Alkohol-Trinkverhalten soweit unter Kontrolle. Es macht vieles einfacher. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, die nächste Therapiesitzung habe ich dann nach meinem Urlaub. Aber ich blicke positiv nach vorne und werde euch sowieso updaten dann im nächsten Laufvideo. Erstmal jetzt, weiter geht's. Kilometer, 14 Minuten, 28 Sekunden. Kilometer gelaufen, der mit einer Komma 8 enden muss, weil ich meine, jetzt momentan haben wir 100 Paar noch was, Komma 2 Kilometer insgesamt gelaufen und mich macht das wahnsinnig nervös, wenn da hinten eine Komma 2 steht. Also versuchen wir das Ganze aufzurunden und ich drücke uns fest die Daumen dafür. 5
Kilometer, 28 Minuten, 40 Sekunden. Kilometer, 33 Minuten, 30 Sekunden. Ich fühle mich eigentlich sehr, sehr fit heute, muss ich sagen. Also obwohl die Arbeitswoche doch sehr kräftezehrend war und wir einen neuen Prozess dazu bekommen haben, hielt sich das einigermaßen in Grenzen. Ich meine, lustigerweise, oder was bei mir der Fall war, eigentlich hätte ich jetzt die Woche Frühschicht arbeiten müssen, also super Frühschicht. Das geht dann von halb sieben morgens bis halb vier mittags. Und wie ist es? Eine Woche vom Urlaub geht nochmal alles schief. Und ich wurde dann gefragt, ob ich bitte Mitternachtsschicht arbeiten kann, was dann von 3 Uhr mittags bis Mitternacht geht. Habe ich gemacht die ganze Woche. Und die letzte Woche aber von Tag zu Tag wurde es vom Arbeitsaufwand her und von der Anstrengung her immer schlimmer. Ich bin trotzdem froh, dass ich eine, wie ich sie ja gerne bezeichne, Flawless Workout Week hingelegt habe. An 5 Tagen in der Woche trainiert und jetzt heute halt nochmal den Lauf als Bonus. Und ja, und da war dann die Hölle los gewesen, beziehungsweise mittags, wo ich auf die Arbeit kam, war es mal relativ ruhig und noch mit den Kollegen drüber gewitzelt und dann gesagt, ja, Karma schlägt dann zurück. Und so war es dann auch gewesen. Aber hey, wir haben noch eine gute Arbeitswoche hingelegt. Ich bin sehr froh, dass das alles so geklappt hat, die Woche. Und boah, das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe, dann, beziehungsweise jetzt vom Lauf, erstmal meinen Arbeitsplatz abgeräumt, Tisch frei gemacht, 2 Wochen abschalten. Und ich freue mich aber auch jetzt schon wieder drauf, wenn ich zurück auf die Arbeit komme. Und wie sich da dieser alles so weiterentwickelt hat, sehen wir dann. Kilometer, 38 Minuten, 19 Sekunden. Kilometer, 43 Minuten, 8 Sekunden. Ja, ich weiß gar nicht, ob von der Zeit her so gut wie, ich glaube nicht. Oder beziehungsweise, ich glaube, wir waren schon mal schneller gewesen, weil in der Hinsicht beim Laufen Zeit ist ja auch relativ, sage ich mal so, und geht ja mehr um die Kilometer als um die Zeit. Aber sehen wir dann später, ob wir jetzt da arg hinterherhinken im Vergleich zum letzten Mal oder nicht. Aber heute geht es ja auch eigentlich mehr darum, noch ein paar Kilometer mehr anzusammeln. Und ich denke, eine Stunde kriegen wir auf jeden Fall voll. Ja, mal schauen, ob wir auch die 17 Minuten dann schaffen. Mal gucken. Und ja, sehen wir dann. Kilometer, 47 Minuten, 45 Sekunden. Und da soll mal einer behaupten, Handys hören nicht mit,
Ja, ich, wo wir das Team-Event hatten, an dem Wochenende, habe ich mit meinem Arbeitskollegen Mirza, schöne Grüße, haben wir über Outlets geredet und wie auch immer und wo man kaufen gehen kann. Und wir haben über Wertheim Village geredet. Und ob ich mir glaube oder nicht, seit diesem Moment kriege ich auf YouTube regelmäßig Werbung eingeblendet von Wertheim Village. Ohne danach gesucht zu haben, ohne irgendwie sonst was oder irgendwie im Internet was geguckt zu haben. Einfach nur von Reden. Und seitdem kriege ich Werbung von Wertheim Village angezeigt. Unfassbar. Kilometer, 52 Minuten, 30 Sekunden. Nein! Ups! Jetzt gerade auch noch mal kurze Zeit nehmen und erklären, wie ich dazu gekommen bin, immer so, ich sag mal, lustige Socken anzuziehen während den Läufen, also die Glückssocken. Und zwar in dem Barbershop, wo ich immer Haare schneiden gehe, bei den guten Jungs von Torosch. Ich mache immer Werbung hier, weil Werbung kann man für die Jungs eigentlich nicht genug machen, die haben es echt drauf. Arbeitet der gute Thomas. Und Thomas, unabhängig davon, dass der ein sehr talentierter Barber ist und auch ein wahnsinnig guter DJ, trägt immer so Socken mit lustigen Mustern drauf. Und ich habe das gesehen und fand das so inspirierend und habe gedacht, cool, wenn ich jetzt die Videoreihe mache. Ich meine, ich hatte schon ein paar von denen, so, aber ich glaube, die hat man schon gesehen, die gelben und die blauen und wie auch immer. Aber nur durch ihn habe ich den Mut gefasst und habe mir gedacht, so, weißt du was, bestell einfach mal ein paar. Und habe dann tatsächlich, obwohl ich sehr große Füße habe, Schuhgröße 50, bei Amazon welche gefunden, bis Größe 47. Und wie man sieht, die passen. Und deswegen, Thomas, vielen Dank an dich. Ohne dich wäre ich nie auf diese Idee gekommen. Und ja, danke. Na komm. Na komm, so, 12 Kilometer, 57 Minuten, 10 Sekunden. Ich weiß noch nicht, wie lange wir machen. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. Aber ich glaube, da ist noch Platz für ein, zwei Kilometerchen oder drei. Bin vielleicht noch drin. Vielleicht gehen wir auch nach Zeit. Schauen wir mal. Kilometer, 61 Minuten, 55 Sekunden. Kilometer, 66 Minuten, 45 Sekunden. Ah, ich bin gerade am Überlegen, machen wir 15 Kilometer oder 15,8 oder 16,8. Ah, ich weiß noch nicht genau. Ich tendiere mal, dass wir sagen 15,8. Das sind jetzt noch 1 Kilometer und 700 Meter. Und dann sollte es gewesen sein. Klingt doch eigentlich ganz vernünftig, oder? Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Außerdem,
denke ich mir am Urlaub, werde ich mir in den knapp 2 Wochen, wo wir dann weg sein werden, wieder schön was anfressen, muss ja dann bekämpft werden und dann hat man noch mehr Motivation, nur mal ein paar Minuten oder ein paar Meter extra zu laufen. Also, wir machen 15,8 und los geht's. Die letzten 150 Meter, möchte ich behaupten, laufen wir. So, das war Luft heute. Erstmal über das Trinken. 15,8 Kilometer, 74 Minuten, 42 Sekunden. So, Schokoladenseite. Jetzt für dieses Video heute gibt es keine Beteiligung von der Andrea. Ich hoffe natürlich, dass sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wird, weil macht mir natürlich auch sehr, sehr viel Freude, sie damit zu involvieren. Und liebe Mel, du hattest mir schon geschrieben gehabt oder wir waren ja in Kontakt gewesen, hast ja gemeint, du würdest dich da gern beteiligen. Wie gesagt, ganz einfach, lauf, mach wie du meinst, schick mir einen Screenshot oder ein kurzes Video mit Screenshot, wo man sehen kann, wie viele Kilometer du gelaufen bist und dann werde ich das sehr gerne mit in das Video einfügen. Und wie versprochen, ich habe doch noch einen kleinen Obst- und Gemüsevorrat gefunden bei uns im Kühlschrank und in der Küche drumherum, nachdem ich meine Frau gefragt habe und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns jetzt gleich in der Küche. So, und dann sind wir wieder in der Küche, ihr wundervollen Menschen. Das Lustige ist, beziehungsweise die Ironie jetzt gerade ist, ich habe ja eben gerade noch großartig getönt und gesagt, und ja, und liebe Mel, und wenn du mitmachen willst, dann schick mir Screenshot und was du gelaufen bist, beziehungsweise was du gemacht hast, wie viele Kilometer. Und ich selber habe dann das Video beendet, habe den Crosstrainer weggeräumt und habe einfach nicht geguckt oder hab selber nicht dann nochmal das Display gefilmt, um zu zeigen, dass wir wirklich gelaufen sind, was wir gelaufen sind. Ich hoffe, ihr schenkt mir da euer Vertrauen und dass ihr mir einfach glaubt, dass es so ist, wie es ist. Dann gucken wir jetzt mal hier, was ich noch alles gefunden habe, weil da ist noch was, da ist einiges zusammengekommen und das wird ein sehr herber Mix, aber ich glaube, das kann auch sehr lecker werden. Wir fangen an, wir haben hier Staudengalerie, Karotten. Ich probiere mal eine Paprika. Ich bin nämlich echt gespannt, wie das dann schmeckt. Orange, jede Menge. Wir nehmen 3 Zitronen und 5 Äpfel und noch eine Orange. ich würde sagen, wir fangen mit den Karotten an. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht gar nicht mal so sehr aus wie erbrochenes, so wie das letzte Mal. So, dann probieren wir das Ganze jetzt erstmal. Weniger Sellerie-Staudenlastig, als ich gedacht habe.
interessiert mich jetzt. Ich werde es dann sowieso noch durchziehen, weil da sind, warum auch immer, gerade wahnsinnig viele Klumpen drin. Sauer, aber schmeckt fantastisch. So. Aber gut, nichtsdestotrotz, dann kommen wir jetzt mal zum Ende und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, allen voran. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich möchte es nochmal betonen, oder ich betone es in jedem Video, jeden Kilometer, den wir laufen, geht an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Das sehen wir jetzt hier nochmal. Und ansonsten danke ich nach wie vor jedem, der sich die Zeit nimmt, das Video anzugucken oder einen Kommentar zu hinterlassen oder zu liken oder wie auch immer. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig sehr geschätzt. Ich merke schon, ich bin vom Kopf, bin ich eigentlich schon im Urlaub oder bereite mich schon mental vor auf die Autofahrt dahin. Hat mir Spaß gemacht heute, fand ich super. Und ich freue mich dann auf den nächsten Lauf, wenn ich dann wieder da bin. Und wie gesagt, bis dahin, vielen, vielen Dank für euren Support und bis dann. Tschüss!